Kein Ruhm, kein Fame, keine Seite 1. Helden des Alltags. Was treibt sie an? 24 und mehr geht dieser Frage nach und trifft sich mit ihnen. Den Menschen, die selten gehört werden. Sie sind Menschen wie du. 24 und mehr. Der Podcast. Nicht nur für Autisten. Ich habe mir heute Besuch eingeladen. Eine langjährige Freundin ist zum Frühstück bei mir und wir wollen uns nebenbei ein wenig unterhalten. Sie ist in den 70ern geboren und hat einen großen Teil ihrer Kindheit in den USA verbracht. Seit einiger Zeit organisiert sie Freizeittreffs für Autisten im norddeutschen Raum. Sie lebt mit Mann, Kind und Hund im hohen Norden und ist bekennende Steinsammlerin. Während wir unseren Kaffee trinken, greift meine autistische Freundin in ihren kleinen Jutebeutel. Sie holt einige Fotos heraus und zeigt sie mir. Stehende ist meine Oma, die autistische Oma. Okay. Zu ihren Füßen, da sitze ich. Das ist mein Opa, der aber damals kurz danach gestorben ist, der hatte einen Schlaganfall. Okay. Und ab da war sie dann alleine. Ich muss mal ganz kurz ein Hilfsmittel hier holen. Wo ist das? Genau, die Brille. Wer weißt du das? Ja, wenn ich dann jetzt hier so. Irgendwie hat er ja so einen Blick drauf. Da hatte er schon seinen ersten Schlaganfall gehabt. Nee, ich meine dich. Ach so. Hey. Guck mal. So einen schelmischen Blick. So. So cool, okay. Irgendwie immer, glaube ich. Nee. Nee? Nee. Das war dieses schelmische. So. Ich weiß mehr als ihr. Das ist so irgendwie aber auch so Terrasse, so Großeltern-Idylle, oder? Ja, total. Ja, ja. Ja, so kenne ich das auch. Also ich habe meine Oma nur sehr selten gesehen. Und immer, wenn ich bei ihr war, ja, habe ich mich wohl gefühlt. Das waren die einzigen Momente damals im Leben, wo ich mich so als ich und echt fühlte. Okay. Und mich auch so gegeben habe, wie ich war. Das war immer angenehm. Heute weiß ich, warum das so ist. Damals wusste ich es nicht. Warum ist das so? Wegen des Autismus. Und von ihr kommt das halt. Ja, das sind die Diadem oder was? Ja, ich weiß nicht, warum ihr das damals so gemacht hat. Sie war halt schräg. Ja, warum auch nicht? Wann ist das ungefähr gewesen? Steht da drauf? Ich würde sagen, da war ich 6 oder 7. Oh, das ist ja noch gar nicht so lange mehr. Nee, stimmt, so 3 Jahre, ne? Ne? Ja, so in etwa, ne? Ja, also über 40 Jahre, ne? Meine Oma hatte 3 Kinder, unter anderem meinen Vater. Ja. Mein Vater war aber nicht von ihm, sondern von dem Mann davor. Okay. Und der Halbbruder meines Vaters, das war der war von ihm der Sohn und der ist auch ganz eindeutig, wenn ich mich so zurückerinnere, autistisch. Und das war auch einer von den wenigen, mit denen ich mich blind verstanden habe. Mit dem war ich immer eins. Den habe ich nur 3 Mal in meinem Leben gesehen. Der ist dann auch gestorben, also kurz danach. Sieht ja recht lebenslustig aus auf diesem Bild, ne? Ist das irgendwie so eine. Der war so ein Tierflüsterer. Der hat verletzte Wildtiere aufgesammelt und wieder aufgepäppelt. Der hatte Rehe im Garten, das war so ein kleines Doppelhaus, das gehörte ihm. Den hat er irgendwie im Wald gefunden und aufgepäppelt. Und was ist das für ein Greifvogel? Das ist irgendein Bussard. Ein größerer. Und ist das ein. Das sieht da aus wie so ein Reetdachhaus, ne? Kann sein, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Das ist ein Eutin. Der war Tierpräparator. Aber es sieht unheimlich freundlich aus. Ja. So mit dem so ganz leger mit dem offenen Hemd, lange Haare. Naja, war halt Hippie, ne? War das Ende der Hippie-Zeit in den 70ern. Und da ist er halt stehen geblieben. Und total der Naturmensch. Ich glaube, der wäre am glücklichsten geworden, wenn er irgendwo in der Wildnis gelebt hätte. Ein Bauwagen irgendwo im Wald. Ja, im Prinzip ja. Mit seinen ganzen Tieren. Aber das ist ein schönes Bild, ist das. Finde ich auch. Weil das ist jetzt, dass dieses Bild jetzt so mit dem Haus im Hintergrund und ihm da vorne, das ist etwas, was schon losgelöst, wenn man ihn nicht kennen würde, in irgendeiner Zeitschrift sein könnte oder so. Also mit irgendeiner seiner Reportage. So einfach. Und er hatte auch 2 schwerbissige Schäferhunde, die hat er von irgendwo aufgenommen. Und ich habe die auch gesehen, die waren aber in so einem Gehege dann, wenn Besuch da war und die hatten auch einen Maulkorb dann auf.
Aber ansonsten waren die mit ihm im Haus, haben mit ihm im Haus gelebt, also alles ganz normal. Katzen hatte er ohne Ende, auch alles Mögliche lief in seinem Garten. Na, du hast ihn nur dreimal gesehen? Ja, würde ich sagen. Ja, 3-4 Mal. Dann immer halt für ein paar Tage, weil wir dann immer Urlaub dort gemacht haben. Das ist der Halbbruder meines Vaters, aber die haben sich überhaupt nicht verstanden. Okay, eben weil er so ein Hippie war, oder? Ja. Ja. Und hat dich das irgendwie geprägt? Ja, bestimmt. Wenn du jetzt da so wenn drauf ich jetzt kommst, mich so daran erinnere und noch diese Bindung wegen dieser wenigen Stunden, die wir uns gesehen haben, mich erinnere, dann klar hat das mich beeinflusst, ne? Sehr stark. Bestimmt. Habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht, aber... Naja, alleine schon, dass du das Bild ausgesucht hast. Ja. Es scheint ja da irgendwo noch eine Verbindung zu sein, sonst hättest du das ja nicht getan. Leute, ich finde das ein schönes Bild. Das ist so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Das ist wie aus dem Leben. Kein Schnappschuss, sondern einfach wie aus dem Leben. So. Mm-hmm. Ich weiß gar nicht, wer das Bild gemacht hat. Bestimmt meine Oma, nehme ich an. Die waren ganz eng miteinander, die beiden. Und dann gibt es dann noch eine Schwester für ihn, Halbschwester für meinen Vater. Die ordne ich auch auf jeden Fall in deren autistische Ecke mit ein. Weil eben auch sehr frei über sehr anders, meistens von niemandem gemocht wurde. Mein Vater auch nicht. Glaubst du, das hat was, das Nicht-Mögen auch mit dem Autismus zu tun? Ja, definitiv. Ja? Als Autist ist man anders, man fällt auf und wird abgelehnt. Überwiegend ist es ja aus dem privaten Bereich. Glaubst du, das ist auch gerade bei Personen, die sich ja eigentlich mögen müssten? Geschwister. Eltern, ne? Kind. Mhm. Genau. Hältst du das da gerade da wegen dem Autismus, dass da vielleicht das NT-Geschwisterkind sagt, so mit dem kann ich nichts anfangen? Das ist ja wohl... Ich glaube nicht, dass das überall so ist. Ich weiß nicht. Das ist, denke ich mal, sehr unterschiedlich. Ja? Also mein Vater hat seine Familie immer abgelehnt, obwohl er der Überträger dieses Gens ist, an mich. Aber bei ihm selber sehe ich das nicht. Ja. Das ist so ein richtig typisches 70er-Jahre-Foto, ne? Ja, total. Ja. Das muss irgendwie 77 oder so sein. Da war ich noch gar nicht geplant. Oh. Kleiner Scherz. Ich finde deine Oma irgendwie süß. Das war eine unheimlich tolle Frau. Die war Kindergärtnerin, aber eben sehr unkonventionell, sehr eigensinnig und interessierte sich auch überhaupt nicht dafür, was andere Leute von ihr denken. Es war ihr völlig egal. Sie hat immer alles so gemacht, wie sie es für sich und für ihr Kind oder ihre Kinder richtig hielt und ließ sich da nicht beeinflussen. Das fand ich toll. Und sie hatte eine ganz andere Denkweise als alle anderen damals in der Zeit. Sie hatte mir mal, damals so in der Zeit, als wir eben uns öfter mal gesehen hatten, erzählt, dass es halt ein gutes Lebenskonzept ist, jedem immer Hilfe zu geben, was man an Hilfe geben kann, von demjenigen aber nicht zurückerwarten soll, sondern wenn sich jeder daran hält, trifft es ja jeden von kreuz und quer sonst woher. Man bekommt es also zurück, nur eben vielleicht von ganz woanders. Und das hat immer funktioniert. Also ich bin damit sehr glücklich. Wie ist dein Opa mit dem Autismus zurechtgekommen? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nein. Er hat meine Oma kennengelernt, als sie meinen Vater schon 5 Jahre hatte. Mhm. Und dann haben die geheiratet. Er ist auch 20 Jahre älter gewesen als meine Oma. Und die waren sehr glücklich miteinander. Er ist wahrscheinlich einer von den Männern, die eine Aspi-Frau irgendwie zu schätzen wissen, denn sie war nun mal schlichtweg ganz anders als andere Frauen. Mhm. Sie war zwar auch sehr häuslich, hat immer Walnüsse gepflückt und eingelagert, alles Mögliche gebacken, Gemüse im Garten gehabt, wie das eben in der Nachkriegszeit so war, hat sie das eben fortgeführt. Also war schon sehr, sehr häuslich, aber trotzdem komplett anders dabei als die anderen Frauen. Mein Mann empfindet das ja auch als sehr angenehm, dass ich anders bin als die anderen Frauen. Es ist wahrscheinlich unkomplizierter. Das ist unkomplizierter. Diese Kommunikation ist eher wie auf männlicher Ebene, ne? Ja. Nicht so viel Gerede und Schalala. Wird da wohl auch so gewesen sein. Die Strümpfe. Komisch, an diese Strümpfe und diese Schuhe kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Nein? Nein, ich erinnere mich sonst an so gut wie alle Kleidungsstücke, die ich jemals hatte. Aber nicht an das. Das muss ich nur da mal getragen haben. Oder ich mochte es nicht. Das kann auch sein. Mhm. Ganz schnell versteckt. Kann sein, ja. Ist das eine Feier? Weiß ich nicht mehr. Weil dein Opa sieht ja auch sehr
in Schale geschmissen aus mit Krawatte und Anzug. Vielleicht hatten die 25 Jahre Hochzeit. Das kommt altersmäßig hin. Ich war da ungefähr 6 oder 7. Ja. Mein Vater war ja auch schon 5 oder 6, als die geheiratet haben. Möglich. Irgendwie so. Könnte sein, ich weiß nicht genau. Ich kann mir nicht helfen, das Foto sieht wirklich aus wie bei Großeltern auf der Terrasse. So, so wie man sich das vorstellt. Genau. Wie sieht eine Großelternterrasse aus, ne? Exakt so. Auch mit dem Tisch und der Tischdecke da im Hintergrund. Auch die Blumen im Fenster. Das ist exakt so, wie es sein soll. Meine Tante guckt zwischen die Gardinen durch. Ja, tatsächlich. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Warum guckt sie da einfach nur so durch die Gardinen durch? Das sieht man ja ganz schlecht. Also ein bisschen grimmiger Blick. So. Das ist, glaube ich, seine Schwester, meine ich. Okay. Nee, wer war denn das? Weiß nicht mehr. Wieso wolltest du nicht aufs Bild drauf? Oder sollte nicht, keine Ahnung. Sollte nicht. Weiß ich nicht. Das würde den grimmigen Blick ja so ein bisschen erklären. Nee, die guckte immer so. Die hatte mal, weiß nicht, Kinderlähmung oder irgendwas. Und seitdem ist das Gesicht schief. Also, nein, das ist von ihrem Bruder die Frau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, das ist auch so ein, wir wollen mal ein schickes Bild von uns haben. Foto, ne? Ja, typisch für die Zeit. Ja. Mhm. Zumal wir auch sehr weit weg gewohnt haben. Mhm. War es immer schön, irgendwie Fotos voneinander zu haben, ne? So ein Bild, das man da tatsächlich gerahmt irgendwo stehen hat. Genau. Auf der Vitrine, ja. Ja. Mhm. Die sind für damals typischen ovalen Bilderrahmen, die, was weiß ich, in Gruppen irgendwo an der Wand hängen, in Form. Ja. Wir machen eine kleine Pause. Es ist anstrengend, über die Vergangenheit zu sprechen, über die Momente, die einen in den Sinn kommen. Nach einer Weile schauen wir uns die nächsten Fotos an. Sie sind eindeutig in Berlin aufgenommen. Ja, ein langer Weg bis dahin. Also es war eine ziemlich beschissene Zeit bis dahin. Okay. wann begann deine beschissene Zeit? Mit 10. Mit 10? Mhm. Was war der Auslöser, wo du sagst, okay, das war jetzt der Punkt, wo ich sage, jetzt wird's beschissen? Das war der Umzug von USA wieder nach Deutschland und die absolute Verständnislosigkeit für meine Gefühlswelt. Und da habe ich mich komplett abgekoppelt von meinen Eltern und kann im Prinzip sagen, dass ich seit ich 10 bin emotional mir selbst überlassen war. Bedeutet das auch, dass beim Umzug du einfach nur gar nicht weiter eingeweiht worden bist, sondern so, pass mal auf, jetzt nächsten Monat geht's los, oder? Nö, das war immer Thema, dass es kommen wird. Ja. Der Zeitpunkt stand von vornherein fest. Okay. Also du hattest Zeit, dich vorzubereiten. Naja, aber kann man das als 9-jähriges Kind? Natürlich nicht. Das kann wahrscheinlich kein Kind. Es wäre einfach nur wichtig gewesen, hinterher das einfach aufzufangen, so wie es ist. Nicht zu begleiten. Genau, und nicht einfach zu sagen, für uns war das auch schwer, aber nun reiß ich mal zusammen. Das sind so Dinge, die zeigen halt die Überforderung der Eltern mit den Emotionen. Sie hätten es einfach hinnehmen können. Man kann ja auch irgendwie Trauerarbeit machen. Es war definitiv eine Art Trauer. Aber das, also auf mich eingehen konnte eigentlich immer keiner, außer meine Oma halt. Aber da meine Oma dann auch sehr schnell zerstritten war mit meinen Eltern oder eher umgekehrt, habe ich sie dann auch fast nie wieder gesehen. Und hattest du die Möglichkeit, sie vielleicht auch so zu besuchen, ohne? Nein. Leider nicht. Ich bin ihr erster Enkel gewesen und sie hatte immer irgendwie eine ganz besondere Beziehung zu mir. Warum auch immer, wahrscheinlich einfach auch, weil wir die gleiche Wellenlänge haben. Ja. Ne? Also das merkt man ja auch schon bei Kindern sehr stark. Aber als Kind ist man einfach ziemlich machtlos. Und ich war nicht dieser unvernünftige Typ, der einfach abhaut und dahin fährt, wo er hin möchte. Mir war ja klar, dass es Konsequenzen hat. Und ich hatte einfach keinen Bock auf diese Konsequenzen. Ja, nicht aus Angst, sondern weil ich einfach die Konsequenzen nicht hätte aushalten können. Ne, Hausarrest, nicht mehr mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren dürfen, ständiges Gelaber, wahrscheinlich hätte man mich zum Psychiater geschickt oder sonstige Dinge. Das war mir ja damals schon klar, dass sowas nicht konsequenzenlos bleibt. Und da muss man halt einfach abwägen. Ich habe als Kind dann eben beschlossen, mein Leben auszuhalten, bis ich 18 bin und dann auszuziehen, was ich dann ja auch gemacht habe. Und dann hatte ich ein paar Mal Kontakt zu meiner Oma, was auch sehr schön war. Aber dann kam sie ins Altersheim, Demenz, hat alles vergessen und ist dann jetzt an Corona gestorben. Im Altersheim, ja. Mit irgendwie, 97. Boah. Mhm.
hast du das letzte Mal gesehen? Boah, vor 13, 14, 15 Jahren würde ich sagen. Okay. Schätze ich mal. Das kommt hin, ja. Das ist auch schon etwas her. Ja, als ich dann mit 18 auszog, wollte ich erstmal ordentlich leben. Alles ausleben, was ich unterdrücken musste. Und dann war ich 1997 auf der Love Parade in Berlin. Also nicht nur in dem Jahr, auch in einigen anderen Jahren. Mhm. Ich glaube, ich war 5-mal da. Und das war für mich halt dieses Erleben, dass eine solche Masse an Menschen und man mittendrin stand, sich so friedlich bewegen konnte. Es gab keine Aggression. Es war alles mit Rücksicht, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft. Und es waren auf der 1997er Love Parade über 1 Million Menschen da. Wahnsinn. Und wenn man da irgendwo durch wollte, brauchte man nur denjenigen antippen und man wurde durchgelassen. Es war alles so, es passte alles ineinander. Ist das? Nee, das ist irgendwer. Das hatte ich nur wegen des Schildes fotografiert. Ja, das soll schon sein, so ein Moment. Das passt ja vorne und hinten nicht. Nein, nein. Ich stand halt in der Menge und habe einfach ja, immer um mich herum fotografiert. Halt hin oder her. Ja. Das ist selbst eine Brille rein. Love Parade 97. Ja, das ist ja ein Menschenmeer, ne? Mhm. Ja, das ist der richtige Begriff. Das stimmt. Und mich hat wirklich fasziniert, dass alle so friedlich waren. Ich kannte Menschenmengen immer nur mit Aggression. Ne? Zu eng, lass mich mal durch, ich will hier nicht sein. Aber ja, da wollten eben alle sein. Ich meine, ich war vorher auch schon auf anderen Konzerten, aber es war nie so friedlich wie da. Wie ist das möglich, dass so viele Menschen so friedlich aufeinander hocken? Weil es sind ja, alleine wenn ich jetzt dieses Foto, das ja nur ein Ausschnitt ist. Ein ganz kleiner Ausschnitt. Ja, und ich würde ja hier auf dem Foto schon, wenn ich die Köpfe zähle, hunderte von Köpfen zählen. Und auch im Hintergrund, ich sehe da so ein bisschen Rauchschwaden, das heißt, da wird gefeiert oder ist eine Nebelmaschine gewesen. Das denke ich mal, ja. Die Leute sitzen auf den Laternen drauf, um das Menschenbild zu überschauen. Ja. Die sind auf jeden Laternenmast geklettert, auf jeden Schildermast. Auch die Leute sind ja auch vollkommen unterschiedlich. Ich sehe hier welche mit freiem Oberkörper, mit so einer Hippie-Frisur, dann kahlköpfige mit freiem Oberkörper. Ich sehe Hemden, ich sehe Baseball-Cappies, ich sehe hier einen mit einer teuren Brille, dann sehe ich da jemanden verkleidet, fast Cosplay. Aber siehst du die Gestik und Mimik der Menschen? Ja. Absolut friedlich. Ich hätte ganz böse beinahe gesagt, als ob die alle einen geraucht haben, ne? Also haben sicherlich viele, ne? Wollte ich sagen, mit Sicherheit, ja, doch komm. Also da gab es auf jeden Fall Leute mit einer Schüssel und da gab es dann bunte Kekse drin. Die konnte man kaufen. Viele bunte Kekse. Ich hatte auch gar nicht vor, in die Menge reinzugehen. Ich wollte das beim ersten Mal einfach nur ausprobieren, da war sie auch noch kleiner, weil ich die Musik halt sehr, sehr mag. Und dann hat es mich einfach so mit hineingezogen. Ja. Also nicht Zwang, oh Gott, sondern es war so, ach, das passt schon. Aber ich brauchte auch eine Woche, um das alles wieder rauszukriegen aus dem Körper, den Stress. Die Sinneseindrücke. Genau, die natürlich im Nachhinein irgendwo stressen. Also ich hatte tagelang noch Piepen in den Ohren, Druck auf dem Kopf, das war irgendwie alles. Der ganze Körper vibrierte tagelang. Ja, du hast ja, das ist ja auch sehr basslastig dann, oder? Ja, aber auch diese, erstmal die körperliche Anstrengung, morgens um 6 in Zug, mittags da sein, dann bis Mitternacht da mitlaufen, dann auf die Afterpartys gehen bis um 4, dann irgendwo bis um 6 auf den ersten Zug warten, wo man Platz findet und dann zurückfahren, das ist natürlich auch körperlich mega anstrengend. Und das, ja, wenn man so völlig übermüdet ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aspi-typisch ist, aber wenn man eben aus der Disco kommt oder von irgendwelchen Veranstaltungen und völlig überreizt ist, spüre ich dieses Vibrieren im Körper, dieses Erschöpfungsvibrieren. Das habe ich eine Woche lang noch gehabt. Aber es hat sich gelohnt. Wenn du das jetzt so erzählst, klingt das alles sehr planlos, so eine Fahrt, die du so erlebst. Eigentlich bist du doch ein Mensch, der wo alles durchgeplant sein muss, so auf die Minute im Zug sitzen und das ist ja durchgeplant gewesen. Ja, aber im Vorwege ist es ja gar nicht tatsächlich auf die Minute zu planen. Du weißt ja gar nicht, ob du bestimmte Züge erreichst, du weißt nicht, ob die befüllt sind. Genau, bei der Rückfahrt. Ne? Das kannst du ja alles gar nicht vorhersagen. Und hat dich das irgendwie gestört oder hast du überhaupt dran gedacht? Hat die das Angst gemacht? Oder hast du einfach gesagt, nee, ich will den Spaß haben? Ich wusste nicht, wie man zurückkommt.
Das war mir eigentlich auch egal. Ich hätte ja auch schlafen können. Ja. Irgendwo, irgendwie. Also mit Reisen habe ich eh kein Problem. Da bin ich komplett frei und flexibel. Also wenn ich mir jetzt ein Ticket nach Australien kaufe, nonstop, und dann geht das aber nicht. Ich lande hier irgendwo zwischen und muss einen Tag übernachten, also irgendwo stecken bleiben und dann zwei andere Flieger nehmen, macht mir das einfach nichts aus. Weil für mich die Reise an sich, egal wie sie verläuft, immer schon der Urlaub ist. Bestimmt. Andere Dinge sehen und... Wie weit bist du gefahren? 600 Kilometer. 600 Kilometer? Würde ich sagen, 500. Mit den Bummelzügen übrigens. Dann bis Hannover oder irgendwie durch die Dörfer. Also das war irgendwie... Das war das schöne Wochenendticket damals. Damit konnte man überall fahren, eben nur im Nahverkehr, genau. Und diese Menschenmassen waren eben auch im Zug drin. Genauso viel Platz hatte man auch im Zug. So wie hier auf dem Bild, nämlich eigentlich gar nicht. Man konnte auch gar nicht umfallen. Im schlimmsten Fall ins Gepäcknetz zum Schlafen legen. Das haben auch welche gemacht. Ja. Was ich jetzt interessant an diesem Bild finde, ist, dass du keine gemeinsame Richtung der Gesichter sehen kannst. Diese Wagen, Musikwagen, die sind ja immer mal nur ein Stückchen gekommen, dann stand wieder alles still und das war dann so ein Moment des Stillstehens, wo die Leute dann auch mal irgendwo anders hingegangen sind und wenn sich das wieder in eine Richtung bewegte, war das auch eher so ausgerichtet, aber es war ja sehr langsam. Hast du dort auch Leute kennengelernt? Nee. Nee, gar nicht. Ne? Bleibt dann doch so anonym dann. Ja, sicher. Das war auch überhaupt nicht mein Interesse, da irgendwen kennenzulernen. Ja, einfach nur ein Spaß. Das wäre mir auch viel zu anstrengend gewesen. Ich kenne das von mir, dass das gar nicht das Kennenlernen ist. Das Kennenlernen macht Spaß. Aber den Kontakt halten, das wird schwierig. Ja, das kann ich sowieso immer. Aber das ist mit Fluppe in der Hand. Und Bugs Bunny, Luftballon. Die sitzen da auf dem Zaun, als ob sie auf dem Elefanten reiten. Mhm. 97. Mhm. 97, da war ich in der Lehre. Ja, noch auf weiterführenden Schulen. Ich habe 90 bis 93 gelernt. Was hast du gelernt? Immobilienkaufmann. Immobilienkaufmann, Kauffrau. Ja, damals war das ganz neu, dass es die Kauffrau auch gibt. Kurz davor gab es das noch nicht. Mir war das eigentlich immer ziemlich wurscht. Ich habe auch Bilder morgens gemacht, wo die Straßen fast leer waren von Menschen, aber voll mit Müll. Das glaube ich. Da waren ja auch überall Leute mit so kleinen Verkaufsbuden, die man sich vor den Bauch hängt. Und es gab ja alles. Hauptsache Wasserverkäufer, die waren am besten dran. Auch jedes Alter dabei. Mhm. Und die Mehrfamilienhäuser und Hochhäuser, die ja an dieser Straße auch an der Seite sind, da waren alle Balkone belegt mit Menschen, die geguckt haben. Es gab nicht einen Balkon, wo keiner drauf stand. Die haben alle geguckt. Das war der Kumpel von meinem Arbeitskollegen. Ja. Die beiden wollten unbedingt mit. Ich wollte aber eigentlich gar nicht, dass sie mitkommen. Und war ich damals irgendwie nicht so pleatsch, das irgendwie abzuwenden. Naja, dann sind wir halt im Zug zusammen hingefahren. Und hatte dann gleich den größten Fan aller Zeiten vor mir sitzen, stundenlang im Zug. Mega arrogant. Furchtbar war das, echt. Das war furchtbar. Und auf der Love Parade habe ich sie dann in dieser Menschenmasse abgehängt. Das geht ja ziemlich einfach. Dummerweise nach 3 Stunden in der Menschenmasse leider wieder getroffen. Eigentlich ist das unmöglich, aber es war leider möglich. Das fand ich schon ziemlich... Naja, da kam natürlich danach noch mehr. Aber mein Erleben dieser Veranstaltung, ohne speziell jetzt was erlebt zu haben. Das ist ja auch, wenn ich so zu Konzerten gehe, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich ein Konzert komplett anders genieße als andere Menschen. Ich gehe dahin und freue mich über die Musik und die ganze Bühnenshow und die Stimmung. Und andere nehmen das irgendwie immer ganz anders wahr. Kann ich jetzt gar nicht beschreiben, aber es ist ein Riesenunterschied. Ich muss auch nicht ausflippen, mitsingen und mittanzen. Ich stehe einfach nur da und freue mich. Rockkonzerte. So Rammstein, Limp Bizkit. Den habe ich noch alles gesehen. Fällt mir jetzt auf Schlag nicht ein. Okay. Also die Richtung. Und fährst du dazu auch weiter weg? Oder sagst du, nee, so Hamburger Gegend reicht? Bis Berlin. Also so 500 Kilometer maximal. Wenn es nächstes Jahr wieder eine Love Parade geben würde, dann würde ich hinfahren. Würdest du hinfahren? Da würde ich eher nur am Rande mitlaufen, weil ich diese Kräfte nicht mehr habe wie früher, das alles zu kompensieren. Und auch gar nicht mehr bereit bin, mir das so anzutun. Weil es eben doch wirklich sehr anstrengend ist, das hinterher abzubauen. Ja.
wenn dein Sohn ein bisschen älter wäre und würde sagen, oder ich möchte zur Love-Parade. Fahr, ja, so wild. Ja, es gibt natürlich auch Mütter, die tatsächlich ihr Kind an die Hand nehmen und dann auch sowas mit dem Kind zur Love-Parade fahren würden, wenn das Kind dorthin will, ne, und sagt dann, okay, wenn ich lasse dich da nicht alleine hin. Ne? Achso, nee, also wenn er das will, würde ich das machen, natürlich. Ja. Aber wenn er alleine hin will, soll er alleine hin. Nee, also da bin ich eigentlich ziemlich locker. Wenn mein Kind irgendwas machen will, frage ich, willst du es alleine machen oder brauchst du Hilfe? Und dann entscheidet das Kind eben, wie viel Hilfe es möchte. Und das bekommt es dann aber auch nicht mehr. Ne? Also wir sind ja hier in Deutschland und wenn irgendwo etwas passiert, kann man zur allerschlimmsten Not zur nächsten Polizeiwache gehen und dann gibt's auch Hilfe. War bei mir ja nicht anders. Ich habe mich auch immer um mich selbst gekümmert und dann kann mein Kind das auch. Und wenn nicht, kann er anrufen. Also er weiß selber, was er kann, was er nicht kann und sagt das dann auch. Spannend, ja. Wenn er in den Sommerferien sagt, ich möchte ein Tagesticket für Schleswig-Holstein haben, dann kann er mit dem Zug fahren, wohin er will, soweit er sich das zutraut. Er hat ein Handy und wenn er in Rendsburg festhängt oder in Flensburg oder wo auch immer, dann kann er ja anrufen. Nein, auch nach Hamburg. Er soll halt nur nicht zum Hauptbahnhof, weil der wirklich zu wuselig ist. Da soll er dann eher Altona oder Dammtor. Und das sind so die einzigen Grenzen, die ich da setze. Oder ich empfehle es halt. Ich vereinbare mit ihm nur, er soll erreichbar sein. Und wenn ich was habe, schicke ich eine Nachricht oder er schickt mir eine und dann ist gut. Wie hat meine Mutter immer gesagt, wenn er sich nicht meldet, ist alles in Ordnung? Im Prinzip ja. Wir stellen fest, wie lange unser Gespräch schon dauert und wir lachen darüber, dass die Fotogeschichten so viel Zeit in Anspruch genommen haben. Sie sollten doch nur ein kleines Intermezzo im Gespräch sein. In der nächsten Folge sprechen wir dann in unserem Frühstücksgespräch ein wenig mehr über Autismus und unseren Exkursionen, die wir regelmäßig mit unserem Fellow Aspis unternehmen. »24 und mehr« ist eine Idee von mir, Micha George. Ich werde unterstützt von der Aspis.de-Gemeinschaft, meinen Mesh4077-Freunden, Pixabay für die Musik »I Care« von Loyalty Freak Music und 99sounds.org.